Hallo meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Wir sind stehen geblieben, da haben wir nichts geschafft und sind genauso weit wie jetzt auch. Also, das bedeutet, wir haben 0 weitere Insignien gesammelt und 0 weitere blaue Münzen. Buja, ich freue mich. Und, naja, das ist super, das ist elegant. Oh, jetzt fail ich hier gerade beim Ansprung. Ja, und weil wir in dem letzten Part 0, nada, niente, ocho, this is yes, es ist la concombre petit und petit papa noel und si, geschafft haben, in Zahlen ausgedrückt, auf den verschiedenen Sprachen, ne? Muss ich sagen, dass ich jetzt gerade Lust habe, ein paar Insignien mehr zu holen. Das heißt, upsie daisy, das war schon wieder ganz schön knapp. Und das ist jetzt der Part, wo es brenzlig wird. Und zwar sehr brenzlig. Und zwar so brenzlig, dass der Sand langsam auf meiner Zunge vergeht. Und ich endlich diese... Es ist so gut, diese Insignie in Händen zu halten. Unglaublich, unglaublich, aber ich freue mich tierisch. Alter Schwede. Ich komme nicht drauf klar, wie lange das jetzt gedauert hat. Okay, da werfen sich jetzt einige Fragen auf. Das hat ja gar nicht so lange gedauert. Ich erkläre das vielleicht irgendwann anders. Auf jeden Fall können wir jetzt endlich weitermachen. Mit der nächsten Insignie, die da wäre... Hotel de Venus Mysterium. Irgendwie ist dieses Hotel voller Mysterien. Mysteriöser Mysterien. Dies ist ein Fall für Ayman Abdallah und das Galileo Mystery Team. Die für diese mysteriösen Mysterien eine mysteriöse Lösung finden. Und somit ist alles episch. Irgendwie kommt es mir gerade so vor, als wäre aus irgendeinem anderen Zimmer eine Stimme gekommen, die nach mir gerufen hätte. Gerade als ich mysteriöse Mysterien angesprochen habe. Wow. Geschätzter Mario, tritt's bitte ein. Zögerst du etwa? Komm schon, gib dir einen Rück. Ein Röckchen. Mario im Rock wäre bestimmt auch toll. Jo, was gibt's denn hier Schönes? Hallo, ich bin's, der Mario. Ah, hier sind auch die Türen offen. Ah nein, das ist die, sind die Toiletten, die waren vorher offen. Das war anscheinend die Damentoilette. Hm, interessiert mich nicht. Mario, der Spanner. Freut das, dass die Türen einfach so offen sind. Und was mache ich jetzt? Ich habe keinen Plan. Vielleicht sollte ich mit den Bewohnern reden, vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Kann ich jetzt in die... Ah, da ist es. Kann ich bestimmt einfach so rein, oder? BTF? BTF? Hä? Bitte! Bitte! Hä? Wofür? Hat jemand Badekleidung? Sag bloß, Mario, krieg jetzt Badekleidung? Badekleidung für mich? Hey, ich funkel, ich sehe eigentlich nicht die Sonne. Nein! Aber man kommt ja ohne Badekleidung nicht rein. Ich finde das echt komisch. Das sind ja diese Palmas. Da war schon wieder ein Knallen. Das sind ja diese Palmas. Diese beschweren sich. Ist hier irgendwo Badekleidung? Diese beschweren sich, dass, halt alle Insignien der Sonne weg sind. Aber. Aber was wollte ich sagen? Also das sind ja diese Palmas. Diese beschweren sich, dass... Aua. Aua. Okay, dann nicht. Diese beschweren sich. Ich fange den Satz jetzt gerade zum 20. Mal an. Diese beschweren sich, dass die Insignien der Sonne verschwunden sind. Aber wenn es darum geht, einfach eine Insignie aus einem Baderaum zu holen, dann sind sie so pingelig, dass sie sagen, nein, du musst Badekleidung tragen. Das ist voll unfair. Ja, wunderbar. Das macht Sinn. Das macht wirklich Sinn. WTF, wer ist da so laut? Oh, das ist ein... Hä, wo ist er hin? Oh, okay. Durch die Wand an mir vorbei. Komm ich mir klar. Aua. Das tut doch weh. Warte, das sieht sehr zerbrechlich aus. Ho. Toll. Toll. Super toll.
Hm. Ja, wo kriege ich es? Hm. Okay, was sagt ihr mir so? Yoshi, was geht? Ist Yoshi in der Badekleidung? Ein außergewöhnliches Ei kam heute an. Wer es mag, wem mag es gehört? Ah, gut, ist vielleicht dir, Mario? Maybe. Also, wir haben hier... Was ist hier? Entschuldigung, aber das Casino hat noch nicht geöffnet. Ach, es gibt auch noch Casino. Oh, wir können vielleicht sogar was zocken. Okay. Was gibst du mir? Ich war überrascht, als ich hörte, dass dies sei ein 4-Sterne-Hotel. Also wirklich, ein Wasserschaden auf der Toilette? Wo? Wo denn? Hallo? Ist hier kein... Ich bin Klempner, ich könnte das reparieren. Vielleicht wollten die da darauf andeuten. Was machst du hier drin? Ich höre ein Toilettenlicht auf der anderen Seite. Oh, das wusste ich nicht. Boah. Okay, wo sind die Ananessa? Yoshi will eine Ananas und gerade das fehlt hier. Was für ein Zufall. Was für ein riesiger Zufall. Vielleicht sind die Ananessa weiter oben. Ananessa? Nö. Das war's dann mit dem Traum von drei Insignien in einem Part. Hey, ich sehe doch den Raum. Jetzt kannst du nicht rein. Oh, vielleicht. Vielleicht.